Ich wusste, ey, die Green Earth Mission, die wären richtig knifflig. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und ja, wir wurden wieder besiegt. Richtig fies und ja, schon bei Tag 3. Wisst ihr, keine Chance, da war sogar Tag 2. Ey, übel, übel. Deswegen gleich nochmal ein neuer Versuch. Ich muss das alles ein bisschen anders machen. Und Tami, irgendwie, ja, wie schnell soll man da sein? Wir schauen einfach mal. So, ja, Tag 1. Herr Kommandant? Herr Kommandant, wir überspringen mal schnell alles. So. Ich habe ja hier schöne Einheit, ja, die fliegen halt alle sofort rüber. Ja, und die arme Tami, ja, die kann ich ja eigentlich so stehen lassen. Wo sollen die hin? Und ja, vor allem die Helikopter. Also Tami wird am ehesten erreicht durch die Typen. Deswegen ja, Luftabwehr stelle ich erstmal nach links. Ja, ich würde auch mit Eagle, würde ich sehr gerne einfach auch nach links fliegen. Natürlich jetzt auch ein bisschen besser auf die Laser aufpassen. Wir lassen auch die Animation wieder aus, ne? Also ich habe hier so zwei Todesstrahle. Und die Straße ist, nee, die Straße ist da drüber, ist Todesstrahl, ne, genau. Ja, an sich ist bloß der Flakgeschütz hier ein bisschen doof. Ja, da sind Helikopter und nur Bomber. Ja, denn meine Jäger, ich muss die da lang fliegen. So, hier müsste es safe sein. Außer natürlich, ich schieße es einfach in ins Flakgeschütz. Warum? Ey, sieht schon, fängt schon wieder so an. Mann! Warum denke ich denn nicht nach? Okay, Bomber. Mal gucken, bis wohin der fliegen kann. Ja, die Bomber sind auch so platziert, dass ich halt echt natürlich noch nicht irgendwie einen Laser platt machen kann gleich im ersten Zug oder so. Das geht natürlich nicht. So, auch halt, warte mal, bisschen geschützt. Die können nicht so weit, ne? Nee, gut. So, okay, ist mir jetzt aber auch egal. Ich muss nach vorne fahren. So, der wird einfach so mitgenommen für den Flughafen da unten. Unten links. Hier werden einfach zwei Leute gebaut, die ein bisschen für Geld sorgen. So, halt. Oh Mann, warum schaltet ihr die einfach in den Laser rein? Ey, die Mission, ne? Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm diese ollen Laser. Das ist richtig schlimm gerade. Richtig, richtig schlimm. Bin entsetzt. So, nee. Okay, dann laden wir vielleicht auch noch hier irgendwie einen ein. Ja, gut. Gut. Na, nicht gut. Ja, Tami ist leider. Die ist leider. Ja, wie sagt man die? Was soll die denn machen? Ich meine, wie gesagt, wenn sie hier sich hinstellen könnte mit dem Raketenwerfer, könnte sie diese Geschütz treffen. Diesen Laser. Ja, aber so kann sie halt absolut nichts machen. Deswegen holen wir mal, ohne wieder irgendwas auszusehen, in Reichweite zu stellen, holen wir mal das Flakgeschütz schon mal hier in die Nähe. Und das Ding fahren wir auch mal hier hin. So, damit sie dann irgendwann weit höher fahren kann. So, hier, ja, ansonsten bleibt hier erstmal alles dicht. Raketenwaffe vielleicht ein bisschen schützen. So, mehr können wir nicht machen mit Tami. Mann, ey, der Idiot, lauf einfach in den Laser rein. Oh mein Gott, was ist hier los? Aua. Ja, der kommt, er kommt. So, das war einfach mein Fail. Aber gut, dass Eagle ein bisschen ausgehalten hat, dass er nicht sofort instant kill. Ja, die Helikopter, die kommen halt, ne? Ja, sie kommen. Und hier können zum Glück nicht so viele was machen. Oh nein, guck mal, da fliegt schon wieder ein Bomber, der wird nach oben zu Tami. Mann! Okay. Also. Ich weiß, dass Eagles Bomber so ein Geschütz mit einem Schuss platt machen. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Das ist wieder nicht aussehen, irgendwelche Reichweite stellen. Nee, das ist hier Kabams. Ja. So, du bist hier Kabams. War der Raketenwerfer? Oh, die Sau, ey. Okay, da muss der Jäger den platt machen. Ja, ist okay. Aber trotzdem aufpassen. So. Bumm. Okay, okay, okay. So, Flakgeschütz. Bumm. So, sieht doch schon mal sehr, sehr ansehnlich aus hier, ne? So, dann Mike erstmal, ist hier oben irgendwie ein Jäger? Ja, leider. Kommt der Jäger natürlich genau daran. Können jetzt von unten angreifen, aber dann trifft mich der andere Laser. Das will ich nicht. Ein Laser kaputt machen, dann warten wir noch mal ein bisschen. Ich greife hier unten an. So, er fliegt dem Bomber hinterher. Das ist wirklich nicht so verkehrt. Bomber hinterher fliegen. So. So, die fliegen auch mal helikoptermäßig Richtung Flughafen da. So, dann nutze ich die Bombe erstmal noch, um hier anzugreifen. Bum. Ja, der olle Jagdpanzer hier, der ist auch so richtig mies einfach. Hier ist immer soweit alles komplett safe, ne? Raketenwerfer. Och. Man, dass ich auch mal da richtig ihn auch reinstelle. So, hier ist eine Todeszone. Okay, ist nicht so schlimm für den Helikopter. Ja, für ihn ist aber sehr schlimm. Ja, okay, komm, bitte halt angegriffen. Ey, sag mal, bin ich denn komplett bescheuert? Mann, ist hier alles so, weil ich jetzt irgendwie richtig Panik mache. Ich stelle alles in die Reichweite des Gegners. Was ist denn los? Oh, den gibt's einfach nicht. Den gibt's einfach nicht.
Ja, der ist der Bomber gleich weg. Ne, dann kann ich auch das hier einfach machen und so. Ist egal, einfach alles nach vorne fahren. So, vielleicht wird ja eher der TDP angegriffen. Oh, weia, ey. Ja, ich hab halt überhaupt kein Geld. Richtig mies alles. So, naja, mal gucken. Das ist so, aber ich muss irgendwie, ich hab irgendwie die Gefühl, ich muss mega schnell sein, weil die kommen ja alle schon gleich rein hier. So, hier, okay, erstmal noch alles außer Reichweite. Das ist gut. Außer hier. Okay, ist genau hier irgendwie ein bisschen frei für den. Ja. Jetzt kommt aber hier auch schon ein Bomber reingeflogen, aber noch kann keiner erwischt werden. Tami, halte weiter durch, ne? Scheiße, ey. So, außer Reichweite, vielleicht kommen sie jetzt näher. Oh, Gabe voll, ist klar. Okay, jetzt können sie alle einen Schritt weiter. Wenn die jetzt alle einen Schritt weiter fahren können, dann hat er ja schon Nutzen bei einer Reichweite. Mann! Und der freut sich, weil ich so Angst hab. Alter, blub. Aber das zählt auch für seine, ja, auch für seine Flugeinheiten. Ja, jetzt kann er komplett bei Tami wieder alles überrennen. Also scheißegal, ob ich jetzt hier irgendwie hier unten doof gespielt habe. Wenn er jetzt einfach rinfliegt, der kann jetzt Missile-Schütz auseinandernehmen mit zwei Helikopter, so würde ich das machen. Ne, und dann, ja, okay, er kümmert sich eher um den TTP. Wieder richtig dumm. Hey, guck mal, da kommen ja die ganzen Helis an und ein Bomber. Alter, 5 Helis! 6 Helis mit Tami! Und der Bomber ist ja klar. Alter. Hey, Tami ist da richtig in der Kleppe. Da muss ich vielleicht doch irgendwie jetzt mal langsam, jetzt wo ich es kann, vielleicht eine Fußbodentruppeneinheit nach unten schicken. Von wie das die mal flieht. So, okay, meine Bomber sind alle noch. Ey, cool, irgendwie Missile-Schütz hat nicht den Bomber angegriffen. Das ist doch gut. Ne, So, jetzt ist natürlich auch noch der Jäger, ist natürlich auch noch hier. Der ist die ganze Zeit hinterher gefahren. Och, Mann. Das gibt's einfach nicht. Ja, bis ich meine Special-Gabe voll habe, da vergehen nur noch 1000 Jahre. Ne? Das sieht wieder nicht gut aus. Das sieht wieder nicht gut aus. Ja, ich meine, schön, dass ich die Laser kaputt machen kann. Aber da ist halt ein Jäger. Trotzdem kaputt. So wie auch näher denn dran. Raketenwerfer. Das olle Ding. Ja, kann ich alles schön kaputt machen, aber ich weiß nicht. So, ich fliege mal auf jeden Fall hier. Helfe ich mal. Ich versuche zu helfen mit einem Jäger. Aber das wird nicht klappen. So, vielleicht dann hier mal noch den Bomber. Ah, nee, den mache ich doch. Warte mal, da muss ich mit vereinten Kräften down machen. Ja, okay, machen wir einfach mal. So, Jäger bitte. Einmal angeschlagen. Und boom. So. Hier angeschlagen. Ich würde am liebsten den Bomber halt einfach, ganz ehrlich, den würde ich einfach weiterschicken wollen. So, du fliegst mal hier weiter zum Einnehmen. Du nimmst hier einfach mal ein. So, ich brauche ja nicht mehr spulen. Ja, den nächsten Bomber einfach unten weiter schicken, ne, damit er dann auch beim nächsten Mal das Tier kaputt macht. Natürlich in der Reichweite, wo der Missile-Trupp hier nicht trifft. Ach, ey. Hey, das ist jetzt alles hier wirklich so ein bisschen doof gelaufen irgendwie, gefühlt. Das macht irgendwie gar nicht so viel Sinn hier. Boom. Mit dem ganzen Kram hier. Ja, okay, ich muss ihn aber abballern. So. Hier wäre ein schöner Flughafen, den ich auch einnehmen könnte, ne? Ja, aber ansonsten, ich brauche immer noch Geld. Mein eigenes Hauptquartier scheint nicht sonderlich in Gefahr zu sein. Ja, weil, ja, da kommt keiner hin. Ja, das wird jetzt, was machen wir jetzt hier? So, Raketenwerfer bringt absolut nichts. So, der bringt hier vielleicht was, vielleicht den Bomber. Ja, oder halt den Heli. Ja, dann lieber einen Heli rausnehmen, oder? Wo ist überhaupt mein Flakgeschütz? Ist das schon down? Ich hab keinen Flakgeschütz mehr! Oh, das hat der Bomber einfach zerstört. Ja, das ist natürlich, ey, das ist ja richtig schlecht, ey. Ey, die ist doch gleich wieder tot. Der hat er wieder verloren. Rückzug, Mann, wir müssen hier weg. Hey, wie soll der da so schnell hinkommen? Oder irgendwie für Ablenkung sorgen, dass die da nicht gleich über alles überrennen. Oh, Laserschuss. Okay, hat sich selber getroffen. Aber eine unwichtige Einheit leider nur. Hey, das ist ja richtig hart. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Menscheneinheit da zur Flucht animiert. Aua. 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 Na, jetzt sind ja wenigstens noch ein bisschen die Jäger da. Okay, noch lebt Tami. Tami, sie lebt. Für wie lange?
Yeah, ein bisschen Money. So, ich kann ja hier tatsächlich den Flughafen einnehmen, weil der Laser, ja. Okay, hui. So, ist ja egal, wenn er getroffen wird. So, Hauptsache, wir fangen da irgendwie an einzunehmen, aber das ist ja mal Wahnsinn, ey. So, boom. Kommandant, wir haben Kontakt aufgenommen. Sehr gut. Die sehen trotzdem immer noch voll am Arsch aus. Sir. Ja, aber das ist nicht gut. So, hier wurde auch wieder irgendwas ausgelöscht. Scheiße, Sir. Boom. Okay, wie ist denn der Jäger weg von ihm? Ja. So, ein Bomber hochfliegen will ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich will halt näher hier ran. So, Vorsicht. Laserstrahl geht bis hier runter. So, ja. Und dann hier, okay, wo kann ich mich denn hinstellen, um safe zu sein? Quasi hier könnt ihr mich hinstellen, ja. Dann machen wir das auch. So, außer Reichweite, guten. Laser, Schmutz. Ganz groß Schmutz. Okay, so, der nächste auch bald down. Helikopter, flieg mal hoch jetzt. Und hier ist noch ein Bomber. Flieg du mal hoch. Vielleicht kann er auch noch irgendwie ihn da oben erwischen, ne? Ja, eigentlich. Ah, nee, ist natürlich richtig komplett umstellt hier. Mit Missile-Schützen. Ach. So, oh, meine Special Gabe ist ja voll. Meine Special Gabe ist voll. Okay, gut. Das ist sehr gut. Dann fliege ich natürlich trotzdem nach oben. Okay. Ja, ja. Special Gabe reißt es vielleicht raus. Nur vielleicht. Oh, ich muss ja nicht mehr spulen. Man will immer noch spulen mit dem Einnehmen. Ja, okay, Special Gabe. Tommy. Ich habe viele Fehler gemacht, doch ich werde es wieder gut machen. Und damit beginne ich jetzt sofort. Oh! Blitzschlag! Mir sie freut immer an dem. Jawohl. So. Also, okay, ich glaube, Tami, ich hoffe, ich krieg noch eine irgendwie Menscheneinheit von ihr halt zur Flucht animiert. Das wäre äußerst wichtig. So, dann kann ich mich erstmal mit dem Bomber hier hinstellen, hier werde ich nicht erwischt und nehme den zweiten Laser raus. Okay. Ja, und jetzt müssen wir halt hier oben noch ein bisschen irgendwie hoffen, dass wir hier ein bisschen was kaputt machen können. Ja, hier ist komplett mies. Komplett umzingelt. Aber wie viel Schaden mache ich denn mit dem? Boah, 61. Kann er da keine Laser irgendwie anders angreifen? Nee, da geht nichts. Okay, wartet. Hier gucken wir eins, schnell hier nichts verpassen. So, den kann ich gerne aus der Reichweite rausnehmen. Hui. Ja, sonst habe ich aber jetzt nicht so viele Einheiten hier, die noch irgendwie helfen können. Da muss ich natürlich die platt machen, die am nächsten dran sind. Bumm, so. Und halt auch nicht mehr so viel Schaden denn machen. Ich schwäche die alle mal. Ist, glaube ich, echt besser, als eine komplett rauszunehmen. Wenn die einfach mal geschwächt. Kann jetzt auch keine Rücksicht mehr auf irgendwelche Missiles nehmen. So. Okay. Dann können die hoffentlich nochmal ein bisschen fliehen. Hoffentlich. Was machen wir denn jetzt hier mit ihnen hier, ey? Alles nicht so geil. Ihr könnt vielleicht anfangen, hier erstmal so ein bisschen Schaden zu machen, lege ich erstmal safe. Oh, die fahren hier alle gleich rein, deswegen ich muss fliehen. Tami muss echt fliehen. So, jetzt ist ja hier auch alles hier unten, die sind ja alle voll unwichtig jetzt. Die hier unten, die brauche ich gar nicht mehr. Und hier sind auch, der Berg ist so zu, ich komme da nicht rein, außer hier, aber durch die ganzen Wälder ist, glaube ich, alles nicht so angedacht. Ja, okay. Jetzt halt hoffen, dass Tami nochmal fliehen kann. Irgendwie. Und nicht stirbt. Oh, weil ja, mache ich da aus Sicherheitsgründen mal ihre Gabe, damit sie ein bisschen mehr Defense hat und so was alles. Ach, Fußball hätte ich noch ein Feld weiter bewegen können. Ah, nee, okay, gut. Dann mache ich das nächste Mal. Oh Gott, können die alle. Okay, nur die beiden hier können die Fußtruppen mal erreichen. Das sollte nicht wie möglich sein, Tami zu vernichten. Okay. Scheiße, ey, Tag 4. Mann, der Spiel ist nicht gerade voll. Jetzt erwischen sie doch. Jetzt fliegen sie einfach dahin. Mann. Wow. Sind bloß noch zwei Laser da. Oh, die wurde natürlich. Okay, nicht getroffen. Gut. Mann, das ist richtig fies, ey. Wenn er jetzt so schlau ist und den genau Tami platt macht. Mann, seine Lache, ey, die wird mich in meinen Albträumen verfolgen. Ey, jetzt lass doch mal Tami in Ruhe, der nichts gemacht. Ey, der könnte jetzt locker ihre Truppen erreichen, ne? Vielleicht schon mit dem Panzer da oder mit dem. Ja, mit einfach noch vier Helikopter, die er hat. Bitte greif mal die von Eagle an. Greif Eagles Einheiten an. Ja, oder hau ab. Ja, hau bloß ab. Zieh dich schön zurück, ey, du Sau. Oh. Oh, nein. Okay. Okay, Tami. Nein!
Nein! Da muss noch eine Einheit von Tami! Ah, die sind bald über die Berge rüber. Also sie sind wortwörtlich bald über den Berg. Ja? Dann ist sie vielleicht noch eine so, dann ist doch alles noch okay. Scheiße. So, dann mache ich ihre Special-Gabe, damit sie auch schon rüberkommt. Oh, perfekt. Boom. So. Egal, ob ich von dieser Seite getroffen werde oder nicht, ist egal. So, ja. Helikopter, du musst leider mal weg. So. Und dich kann ich nur anschlagen weiter. Okay. Wie übel das ist, ey. So, leider der hier immer noch so richtig fies im Weg. Boom. So, dann kann ich mich so um den kümmern. Hoffe, dann kommt keiner irgendwie nach. Alter, der nimmt hier noch alles ein und ist einfach ultra hart, die Mission. So ultra hart. So, yeah, dann haben wir vielleicht einen Flughafen vielleicht. So, dann kommt der mit seinem Flakgeschütz an. Ja, das wird jetzt hier natürlich noch den letzten Laser platt machen. Das wird jetzt irgendwie nochmal spannend. Muss eigentlich bloß auf das Ding hier aufpassen. Na, das ist sehr gut mit der Reichweite. Hier ist ja nochmal eins. Und das Ding hier natürlich auch. Ich glaube, ich könnte mich erstmal in den Wald hier stellen und dann vielleicht irgendwann direkt hochfliegen. Und dann bin ich in den Wald safe. Genau gucken. Ist nicht noch irgendeine andere Einheit, die fies ist. Nee. So, die kann nur bis dahin fahren. Ist ja auch abgeblockt von Bergen. Der kann den Wald nicht erwischen. Und der kann auch nicht so weit fahren. Und Special Gabe hat er gerade gemacht, also es spielt doch keine Gefahr. So. Okay, hier bin ich safe. Weil das ist ein Raketenwerfer. Ja. Wahnsinn, ey. Einfach Wahnsinn. Das kann nicht sein. So. So, jetzt kann ich vielleicht auch nochmal versuchen, den Flughafen da einzunehmen. Mann, ey. Ein bisschen Money wieder, yay. Ich will an sich gar nichts kaufen. So, Tami, jetzt musst du aber noch entkommen können, ne? Das soll aber klappen. Ich mache jetzt einfach Gabe. Und dann kann die sich einen Schritt weiter bewegen hier. Und dann kommt die hoffentlich hier rüber. Oder so, mal gucken. So. Niemand hat die Sache im Griff wie ich. Tami, fang ich es gleich wieder. Mann, ey. Eiltempo. So, jetzt aber ganz schnell wegrennen. So, dann kommen die ganzen Panzer, kommen nicht ran. Nur der eine Helikopter hier. Und der ist ja dann sowieso... Nee, out of the picture, der kann nichts machen. Ey, was ist das denn für eine Mission, ey? Gerade mal Tag 5. Das war Tag 5. Deswegen, okay, ich gehe davon aus, Tami, die wird komplett dezimiert. Da musst du einfach bloß die menschlichen Truppeneinheiten irgendwie darauf achten, dass die das irgendwie schaffen. Ey, das ist ja der Wahnsinn, ey. Bam, badam. So. Ja, jetzt hier unten immer noch, ist immer noch alles irgendwie im Arsch. Alles irgendwie noch nicht so geil. Wir haben hier noch einen Laser, den kann ich leider nicht angreifen, weil der hier den deckt. Ich müsste halt immer erst richtig nach und nach den hier nochmal auslöschen. Ja, dann mache ich das aber auch vielleicht, oder? Weil ich meine, hier kommt ja keiner hin. Ja, außer er hat dann wieder seine Gabe voll. Denn schon. Ja, der hat die bestimmt schon wieder voll, oder? Kommandant, hat er die voll? Ja, fast. So. Hier, alle Dings, die schützt. Aber es ist nur ein Flak, ne? Soll ich den einfach abballern? Soll ich den einfach angreifen? Ich meine, dann ist der weg, ne? Und da kann keiner anderer was gegen machen. Der erreicht den nicht. Und dann bin ich in meinem Ziel immer näher. Ja, da kann erstmal keiner mehr kommen. Ja, dann meinte der. Bring meinen Bomber weiter in Stellung. Ihnen kann keiner was anhaben. Und dann zerstört er die nächste Runde das Ding hier. Ja, und hier, die hauen wir einfach ab. So, ich helfe nochmal hier so ein bisschen. Hiermit. Boom. Ja, so. Speer oder was? Was soll das jetzt? Ach, es ist eigentlich echt, ist einfach. Was ist denn für eine Mission? Die Mission ist echt übel. Boom. Aber wir haben jetzt hier einen Flughafen. Yay. Ey, Tami muss einfach hier was einnehmen. Nee, auf jeden Fall. Das wird so nix. So, wir haben einen Flughafen. Dann baue ich da gleich einen Bomber. Obwohl, nee, der ist ja voll weit unten. Der würde ja anspringen. Also ich muss mit dem Bomber hier weiter was machen. Da kann ich ihn einfach, vielleicht hätte ich auch einfach schon längst immer wieder, dann hat er halt bloß noch einen Trefferpunkt, aber vielleicht ist er trotzdem noch stark genug, ja? Um halt mit vielen Zügen einfach der Dinge, ach nee, Quatsch, nee, der wird ja gedeckt. Ja, okay. Na, wie sieht die Special-Gabe aus? Bitte da noch nicht voll? Die normalen? Nee, okay, gut. Komm, wird die jetzt nicht voll, wenn ich einen Angriff hier mache? So, weil ich will dir eine hohe Munition jetzt, Sonderjäger. Ah, ja, naja. Tja, ja, ne? Das, übel. Aber Tami ist gerettet. Tami ist safe. Die eine Einheit hier ist jetzt über den Berg. Hier kommt auch keiner mehr hin. Ist okay. Aber jetzt noch die Raketen kaputt machen. Die Laser. Einer geht auf jeden Fall noch kaputt. Dann ist doch eher der oben rechts sein Problem.
Hilfe! Aua! Oder Raketenwerfer. Oh, scheiße, ey. Boah, es nimmt die da auch noch ein, das ist ja nicht so schlimm. Okay, aber was das für eine dumme Siegesbedingung ist, oder? Ja, wenn die Schütze einnehmen, haben wir verloren. Die Laser kaputt machen, haben wir verloren. Die müssten sich eigentlich zurückziehen. Die könnten einfach uns komplett fertig machen. Aus irgendeinem Grund wollen die sich dann zurückziehen. So, ich verabschiede mich von meinem Bomber, weil es ist viel wichtiger, dass der dich kaputt macht. So. Ja, und hier hat halt... Okay, ich könnte dann noch... Okay, aber warte mal. Ach. Mann, der hat ja seine Gabe voll. Dann kommen halt diese... Kopf wieder... Na? Ja, dann kann der genau bis hierhin fahren. Okay, vielleicht mit der normalen Gabe kommt er nicht an den Bomber rein. Ich habe da noch zwei Schüsse und könnte mit denen halt das hier vielleicht echt zerstören. In zwei Zügen. Müssen wir mal gucken. Na, wenn nicht, wird jetzt langsam auch wieder was Neues gebaut, ne? Ist ja klar. Boom. So, ja, ich weiß, da ist ein Oller Raketenwerfer, ist mir aber egal. So, was ist hier los? Wollt ihr hier rein oder was? Hau mal ab, Mann. Boom. Ja, der hat seine Gabe eh gleich voll. So, Laser sind hier alle weg. Das ist sehr gut. Ja, der Bomber da oben ist auch weg. Vom Fenster aber richtig. So, bauen wir einen neuen. Wo ich natürlich jetzt echt den Ort hier des Bauens nicht so optimal finde. Das ist echt besser, den Flughafen zu haben. Aber ist okay. Aber das ist okay. Gar nichts ist okay. Wir werden richtig verlieren. Obwohl, die verlieren vielleicht nicht mehr, aber ey, die Bewertung. Die wird richtig schlecht. So, Tami, du rennst einfach weiter weg. Einfach abhauen. So, mal gucken. Kopf der Bomber hier ist safe. Wie gesagt, wenn er einen Schritt mehr gehen kann, kann er den immer noch nicht angreifen. Aber wenn er zwei Schritte vorgehen kann, dann ist er weg. Dann dauert es noch ein bisschen. Okay, gut, kann nur einen Schritt. Und vielleicht macht er die Gabe auch gar nicht. So. Dann habe ich jetzt noch zwei Schuss mit meinem einen Bomber, der da oben steht. Und tapfer einfach alles... der komplett zerstört, war klar. Der da oben tapfer alles verteidigt. Und das reicht vielleicht sogar aus, zwei Schuss. Und vielleicht kann ich sogar doppelt angreifen, gleich mit Special-Gabe voll von Eagle. Dann hätten wir's. Tag 8, ey. Nee, nur die normale Gabe voll. Na gut. Das war echt... Also das ist eine Mission, also die machen wir jetzt noch bis zu Ende. Ich hoffe, dass das halt klappt. Sollte aber eigentlich. So, fahren wir hier. Zerstören. Wir müssen eigentlich mal den Raketenwerfer ein bisschen kitzeln. Bumm. So, naja, jetzt nicht so viel. Naja, bumm. Ach, Leute, ey. Ein Bomber. So, schön in Reich. Ach, und hier kommen ja schon wieder die Flachs hier alle wieder raus. Hier, kack. Tschüss. So, na denn. Wie gesagt, der ist jetzt hier komplett geschützt. Ey, der kriegt den halt echt down, ne? Ihr kriegt den so down. Boom. Mit seiner letzten Munition denn. Zerstört er den letzten Laser. Da kommt er nicht mehr hin. Da kann er nichts gegen machen. Okay. Aber Wahnsinn, ey. Also. Ich hab richtig Angst, ey, vor der Mission. Das ist ja bisher die schlimmste. Also, wo ich mir jetzt denke, okay, wie soll ich denn da jemals irgendwie eine gute Bewertung rauskriegen? Das geht doch gar nicht. Wie soll das gehen? Inzwischen Tami. Ups, Tami meine ich. Ich schau auf den Berg hier rauf. So. Leute, Mann. Das ist so Wahnsinn, ey. Das gibt's nicht. Ja, mach jetzt ruhig. Aber mein Bomber da ist von Bergen umgeben. Ein Flak erreicht ihn nicht. Gott sei Dank. Oh nein, ich hab's ganz vergessen. Der Laser. Unverdiente Ehre, gegen mich antreten zu dürfen. Wieso bin ich davon aus, dass der mich nicht abschießt? Dumm. Scheiße. Er wird so noch ein bisschen dauern. Ich muss da Verstärkung nach oben bringen. Aber ich glaube, da kann ja einfach der Bomber durchfliegen. Der kann einfach durchfliegen. Der neuer Bomber fliegt einfach durch. Den ich da jetzt unten schon lang schicke. Er wird noch ein bisschen dauern. Aber geht ganz schnell. Vorsprung. Aua. Ist egal. Ich habe da unten doch gleich nochmal einen Helikopterplatz. Alles cool. So, der nutzt natürlich trotzdem noch seinen letzten Schuss. Um dagegen zu ballern. Badam, bam, bam. Ey, ich könnte kotzen. So, also. Yay, so, du fliegst jetzt halt nach oben. Er hat ja keine... Oh, das ist ja trotzdem, der ist halt mega weit weg, ne? Das wird doch noch mal ein paar Tage dauern, bis er sein Ziel erreicht. So, letzte Mal trotzdem Rufballern. Immerhin noch 10 Schaden.
gut. Hier weiter einnehmen. Helikopter, vielleicht irgendwie was. Ja. Das ist doch jetzt alles. Leute, als würde das noch irgendwas bringen. Es bringt doch alles nichts mehr. Wir haben einfach die Bewertung schlechthin richtig versaut. Boom, so. Einfach neu abgeschossen. Noch ein bisschen Special-Gabe da, muss man auch mal wieder denken, ne? Tja, ja. So, natürlich hat er jetzt seine volle Gabe, dass er ein bisschen mehr Verteidigung hat. Ja, gut. So, trotzdem Rufballern. Neuen Bomber gebaut. Ja, ich muss erst warten, bis der eine Bomber da hochfliegt. Ist das so das Einzige, was jetzt noch ein bisschen dauern kann. Weil dann ist er eigentlich, ich glaube, da sollte keiner mehr rechtzeitig hinkommen. Und ich habe ja, glaube ich, beim nächsten Mal auch Spezialgabe. Dann kann ich gleich zwei Züge da hochfliegen. Tja, ja, ja, das machen wir jetzt noch. Wenn der Patch wieder längst vorbei ist. So, sie versteckt sich mal hier ganz schnell. Ey. Richtig miese Mission, richtig mies. Und er freut sich wieder, ey. Ja, wie gesagt, die Gabe ist nicht voll. Aua. Es geht nicht, er kann nicht noch mehr zerstört werden. Alter, komplett überrannt. Aber richtig mies. So, Special Gabe ist aber voll. Das ist gut. Denke ich mal, ja, ist wirklich voll. Das heißt, man kann ja echt nochmal hier so in hier hinfliegen und nochmal auch nochmal eine Einheit irgendwie bauen, mit die dann auch nochmal losfliegen kann. So, Helikopter. Ja, kommt natürlich aber nicht ran, ist ja klar. Ist trotzdem noch zu weit weg. Und der kann nicht mehr angreifen, Hilfe! Ja, dann stellt er sich einfach mal hier hin. So. Ja, dann halt nächste Runde, Leute. Nächste Runde haben wir die schafft. Also, yay! Okay, Special. Einheiten zum Angriff. Lass sie nicht verschnaufen. Ich würde ja mal verschnaufen. Blitzschlag. Ach ey, Leute, ich schäme mich ja so. Ich schäme mich so. Man, Green Earth, ey. Einfach viel zu stark. Die sind doch alle hier auf, weiß ich nicht, auf Anabolika oder was, die ganzen Missionen. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Also ich bin gerade erstmal richtig gut safe, ne? Ist aber so ein oller Helikopter. So, dann mach ich mal hier ein bisschen dicht. So, hier habe ich auch nochmal irgendwie einen Helikopter. Ja, der hilft hier unten. Gut. Ja, und halt einen Bomber, der natürlich nach oben fliegt. Und dann erst in der nächsten Runde, solange ihr nicht irgendwie näher ankommt. Nee, geht aber nicht. Halt, Moment. Ah, nee, sind Raketenwerfer. Ich habe mich ja schon um alle Missiles gekümmert. Deswegen so, safe. Ja. Leute, ich kann nichts mehr dazu sagen. Was soll ich dazu sagen? Ich will auch gar keinen, ich will hier, wie er einfach alles einnimmt. Der könnte einfach sagen, ach, die Laser sind kaputt, na und? Habt ihr das Gefühl, wir werden trotzdem noch, wir greifen weiter an. Dann wäre er da richtig schlau. Aber ich glaube, er ist nicht schlau. Mit Tag 11, also haben wir den nicht geschafft. Nun gut. Aber nicht mit Ruhm bekleckert, überhaupt nicht. Der wird garantiert, also ihr könnt mir echt vorstellen, das wird doch das erste Mal Rang C, oder? Hatten wir schon mal Rang C? Hatten wir schon mal Rang C? Ah, habt ihr euch bestimmt extra gemerkt. Könnt ihr gerne mal schreiben. Ich glaube, wir haben bisher immer nur Rang B. Aber diesmal, ey, wir haben hier so viel eingesteckt. Tami hat nur eine Einheit. Aber um Tami geht es ja auch zum Glück nicht, was die Bewertung angeht. So, Tag 11, ja. Versucht noch ein bisschen was hier irgendwie. Ein bisschen was rauszuholen, bevor der große Boom kommt. Ich glaube, das bringt gar nichts, ne? Boah, Alter, wie echt so einen dicken Kampfpanzer einfach auslöschen kann. Ist schon nice. So, nochmal einen Kampfheli bauen. Ja, das ist hier unten schon wieder alles. Alles schön ruhig. Nun gut, dann lassen wir's. Lassen wir's. Genug gelitten. Yeah! Tami, alles in Ordnung bei dir? Igel, du bist also unser Retter? Verzeih mir, ich wollte Green Earth nicht zur Last fallen. Sei nicht albern, Mensch. Wir wollten euch Vorräte zukommen lassen und gerieten selbst in Bedrängnis. Jeder macht mal einen Fehler. Oh, Igel, danke. Es ist nicht so schlimm, dass ich die Mission hier so oft verkackt habe irgendwie. Es ist alles gut gegangen. Also hör auf, dir Gedanken zu machen. Okay, Igel, ich nehme mich beim Wort, ja? Ich tue einfach so, als wäre das ein Kommentar unter dem Video, ja? Okay, danke. Oh. Ja, schon, aber... Tami, ich sag dir das nicht nur, um deinen Stolz nicht zu verletzen. Owen Stark kam zu uns, um an der Seite von Green Earth zu kämpfen. Das allein schon hat die Moral unserer Truppen unermesslich gestärkt. Danke, Igel. Aber jetzt wird die Moral gleich wieder gesenkt bei der Bewertung. Ich hab dir zu danken. Wir brauchen diese Vorräte dringend. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Igel, komm her. Wir werden dem Feind keine Ruhepause gönnen. Oh Mann, ey. Trotzdem Rang A. Okay,
damit ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem mit Kraft. Ja, in Technik habe ich so viele Einheiten verloren. Aber okay, cool. Rang A. Ey, dann bin ich jetzt Aiden. Moral ist wieder am höchsten Punkt. Ja, Leute, wir machen beim nächsten Mal direkt weiter mit der nächsten Mission. Ha, was soll schon passieren? Green Earth? Wohl eher hier Green Sieg. Wird kein Problem. Mit dem Cash. Ja, dann wieder verkackt. So, Leute, danke schön, dass ihr mir es nicht übel nimmt, wenn ich mal verkacke. Ich gelobe natürlich Besserung und aufmerksamer zu spielen, ja. Oh, wir könnten schon die letzte Mission machen. Vor der großer Seekampf, ey, mal richtig Schiss vor der. Die ist richtig mies, die Mission. Oh, ja, okay, gut. Ja, Leute, beim nächsten Mal sehen wir uns ja wieder mit Mission 30, Luft gegen Wasser. Ciao, ciao.